Hallo und herzlich willkommen im CarRanger Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 2019er Renault Zoe. Der Renault Zoe ist das meistverkaufte Elektroauto. Grund genug, dass wir wie immer mal einen genaueren Blick werfen auf Design, Innenraum, Technik, mal eine Runde fahren. Ja, und gucken, was kann man da denn eigentlich so kaufen. Aber wie immer geht es mit ein bisschen Geschichte los. Jahr 2005 gab es Konzeption für einen neuen Kleinwagen von Renault. Ein Verbrenner, der über 60 cm kürzer ist. Hat also nichts mit dem Auto zu tun. 2009 hat man dann Elektropläne gehabt mit Scherentüren. Ja, irgendwie viel zu abgespaced. 2010 gab es dann ein Auto, der sah schon sehr, sehr so aus wie dieses Auto, was man seit 2013 kaufen kann. Aber man muss es nicht kaufen, denn wir beschäftigen uns nicht nur mit E-Mobilität, sondern auch mit Carsharing. Dafür bin ich kein Experte, aber ja, wir haben eine Expertin dabei und da steht sie ja schon, unsere Saskia. Hi. Saskia, erzähl uns doch mal ein bisschen was über Mobilität, Carsharing und Co. Und was machst du eigentlich? Ja. Hi, ich bin Saskia und ja, wohne und arbeite seit einem Jahr hier in Eberswalde und bin verantwortlich als Projektleitung für das Projekt Barshare, das erste Carsharing-Konzept hier im Land Brandenburg, was auch nur auf Elektrofahrzeuge beruht. Wir haben einmal als Modell hier den Renault Zoe und auch den Nissan ENV 200 als größeres Fahrzeugmodell und derzeit sind wir unterwegs mit 17 Renault Zoes auf der Straße. Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ah, ein E-Auto, ich weiß noch nicht, ob das was für mich ist oder es ist mir zu teuer, dann melde ich mich bei euch an und dann geht's los, oder? Man registriert sich über unsere Website oder über die Barshare-App, muss dann nochmal ganz kurz seinen Führerschein vorzeigen und kann sich dann das Fahrzeug stundenweise oder am Tag oder am Wochenende gegen einen Stundenpreis das Fahrzeug ausleihen. Und was ich ja besonders cool an eurer Lösung finde, das heißt, ja, die Autos sind ja teilweise von Firmen genutzt, teilweise von Privatpersonen benutzt. Also ein Auto, was nie rumstehen muss. Richtig. Also Barshare verfolgt das sogenannte Hauptnutzer-Mitnutzer-Prinzip. Die Hauptnutzer können Vereine, Unternehmen, Kommunen sein, die tagsüber das Fahrzeug als Dienstfahrzeug nutzen. Und um die Auslastung der Fahrzeuge zu erhöhen, öffnen wir den Pool am Nachmittag, am Abend oder am Wochenende und jeder Bürger oder jeder Tourist, der hier auch in die Region kommt, kann sich das Fahrzeug ausleihen, um zum Beispiel auch das ein oder andere Handwerkliche vom Baumarkt zu holen oder ihren Einkauf zu erledigen. Ja. Also ich finde es super charmant, dass ja nicht jeder von euch jetzt entscheiden, was kaufe ich direkt so in Renault Zoe. Und ja, wie immer können wir uns quasi mal das Design anschauen. Was beim Design natürlich sofort ins Auge sticht, sind die Scheinwerfer. Man hat da diese blauen Elemente, die einem förmlich angrinsen. Das war bei der Studie 2010 noch ein bisschen augenscheinlicher. Das jetzt in der reduzierten Serienform ist aber ja wirklich ein Detail, was sehr auffällig ist. Genauso dieser kleine Boomerang, den man hier unten hat. Es ist an sich eine Clio-Basis, hebt sich aber deutlich von dem Grundfahrzeug ab. Und auch ein ganz nettes Detail ist hier vorne ja die Raute der Nation von Renault in dem Fall. Man sieht hier eine zweistellige Anzahl von Zoes stehen und die Raute klappt zur Seite, damit ich dann dahinter meinen Anschluss zum Laden habe. Das heißt, er hat sich hinten wohl ein klassischer Tankdeckel oder ähnliches, sondern tatsächlich hier vorne die Renault-Raute klappt zur Seite. Finde ich vom Design her auch ganz gelungen. Reifen natürlich bei E-Autos sollten immer ja so schmal wie möglich irgendwie gehalten werden. Große, schmale Räder sparen irgendwo halt einfach Energie. Und bei dem Auto sieht man zum Beispiel noch, ja, wir haben jetzt hier noch einen RFID-Reader und ähnliches, einfach um das ganze Thema Carsharing nochmal voranzutreiben. Und ich finde es halt wirklich clever, dass die Autos tagsüber von Firmen genutzt werden und abends kann ich damit meinen Kasten Bier holen und muss mir nicht einfach selber ein Auto dafür kaufen. Dass so ein Zoe eigentlich ein Auto ist, was ein paar Euro kostet, merkt man nicht an solchen Stellen wie die Spiegelkappen, weil die Spiegelkappen sind zum Beispiel hier einfach unlackiertes Plastik. Das ist jetzt nicht so der Hit. Das Auto ist verhältnismäßig hoch mit deutlich über 1,50. Wenn man sich dann mal das ganze Auto von der Seite anschaut und die Länge betrachtet, 4,9 Meter, ja, da ist er ein großgewachsener Kleinwagen. Das sieht man auch ganz gut, wenn man sich einfach mal die hintere Tür anschaut. Die ist nämlich für einen Kleinwagen aus meiner Sicht relativ lang. Ganz neckisch finde ich an sich den Türgriff. CW-wertsmäßig wäre es natürlich blöd, wenn ich jetzt hier einen riesen Türgriff rausstehen habe. Deswegen hat man das Ganze hier hoch mit in die Türvorlage. Hat man das, was ich früher auch bei Alpha und Co. gehabt. Und hier hat man quasi so einen Fingerabdruck, auf den ich drauf mit meinem Finger draufdrücken kann. Mensch, ein Fingerabdruck spricht ja schon für sich an sich, damit ich hier das Ganze aufbekomme. Ich finde es auch ganz spannend, dass man hier so eine schwarze Folie drauf hat. Das bringt einen richtig sportlichen Look. Ja, aus meiner Sicht wirklich das Schöne an dem Auto ist, dass ich halt diese blauen Elemente habe. Das Ganze hier auch nochmal hinten in dem Scheinwerfer. Gehört aus meiner Sicht halt einfach mit dazu und hebt ihn halt von einem Standard Clio ab, dass die Breite jetzt ein bisschen über 1,70 ist. Ja, das sind wie gesagt alles Kleinwagenformate. Warum man hier oben nochmal so einen Verlauf mit hat oder so ein extra Element, erschließt sich mir technisch jetzt nicht ganz. Muss ja auch nicht sein. Ja,
Kleinwagen, was erwarte ich denn eigentlich vom Platzangebot, beziehungsweise hinten, ja, das Blaue ist halt eigentlich das Design halt. Ansonsten, ich kann nochmal lesen, Zoe und hier ZE 40 Electric, also Zero Emissions 40, das steht für die Batteriekapazität und dass er halt rein elektrisch fährt. Ich habe hier über 300 Liter Kofferraumvolumen, nämlich 338, die ich standardmäßig nutzen kann. Ich kann das Ganze auch umklappen, dann bin ich bei über 1200 Liter ja, Kofferraumvolumen, die ich habe. Das Plastik hier und hier, dieses Material und auch die Haken, die ich habe und dass ich da so durchgucken kann, das ist alles von der Materialanmutung, sagen wir mal, durchaus grenzwertig. Und das ist auch ein großes Thema, ja, das ich mit dem Zoe habe. Und das sehen wir dann auch jetzt nochmal im Innenraum. Wie gesagt, designmäßig, ja, jetzt habe ich auch hier nochmal, dass diese Form mit übergeht. Ich finde, der Zoe ist kein hässliches Auto. Die Frage ist halt tatsächlich, warum hat man nicht einfach ein Clio E gemacht, sondern mit dem Zoe ein eigenständiges Modell. Erschließt sich nicht unbedingt, oder zumindest nicht so sehr wie dieser Fingerabdruck. Hier auf jeden Fall lade ich euch jetzt mal zusammen mit mir gemeinsam auf die Rückbank ein. So, rein komme ich sehr easy. Die Tür ist weit nach oben ausgeschnitten und wie ist auch die Länge. Aufgrund der Länge der Tür überhaupt kein Thema. So, Platzangebot. Ja, ich sitze hier also ziemlich gut. Also Sitz ist vorne für mich bequem eingestellt. Ich komme zwar so an den Sitz ran, aber das reicht dicke aus. Egal jetzt, wie lang die Strecke ist. Auch so nach oben. Wenn ich mich sehr gerade mache, mit 1,84 komme ich gerade so an den Himmel. Das ist auf jeden Fall okay. Dieses Farbspiel zwischen Weiß und Grau, beige oder wie auch immer diese Farbe bezeichnet wird. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch dass ich hinten kurbeln muss. Aber hey, das würde ja auch Strom verbrauchen, wenn ich elektrische Fenster hier hätte. Hier in der Mitte, ich habe auch keine Armlehne und ähnliches. Ich habe einen Getränkehalter, den kann ich von vorne mit benutzen. Ich habe hier ganz einfache Ablagefächer. Es ist halt ziemlich einfach gehalten. Das stört mich hier hinten allerdings nicht sonderlich weiter. Ich hätte vielleicht gerne noch ein Ablagefach hier. Ist alles kein großes Thema. Wenn ich aber auf jeden Fall auf meinen Himmel schaue, habe ich hier auch nochmal wie... Der Künstler würde sagen, hier ist ein Schaltplan oder ähnliches, der läuft. Auf jeden Fall habe ich da nochmal so eine Prägung in meinem Himmel drin, der sich halt ja nicht so wertig anfühlt. Aber ist aus meiner Sicht auch nicht das Fokusthema, das ich jetzt irgendwo bei so einem Zoe habe. Ja, ein Zoe kostet ein paar Euro und über Geld und Materialien möchte ich eigentlich auch viel lieber vorne mit euch reden. Wie gesagt, hier hinten vom Platzangebot finde ich das völlig in Ordnung. Für den Kopf kann es halt bei Leuten über 1,90 eng werden und ich habe auch nicht 1000 Ablagemöglichkeiten. Aber ganz im Ernst, wer ein Auto sucht, um immer mit 4-5 Leuten unterwegs zu sein, wird wahrscheinlich nicht bei einem Kleinwagen auf Elektrobasis rauskommen. Deswegen springen wir jetzt einfach einmal nach vorne. So, dann mal rein in die gute Stube und wie wir es hinten schon hatten, ja, mich erwarten hier die interessantesten Farben. Wir hatten ja hinten dieses Grau-Beige in der Tür schon zusammen mit dem Weiß. Das haben wir immer noch und dazu kommt auch noch ein bisschen Schwarz. Also wer Farben mag, ist ja direkt gut aufgehoben und man sieht doch direkt diese Displays und denkt sich, hey, herzlich willkommen in der Zukunft. Und dann dazu gibt es diese ja, klassische Chipkarte von Renault und ja, die habe ich aber 2002 in einem Laguna auch schon bekommen. Also so viel Zukunft ist das vielleicht gar nicht. Ja, und das Schöne ist jetzt, ich kann mit gutem Gewissen mein Auto anmachen und habe dabei null lokale Emissionen, kriege nochmal so Star Wars Space Geräusche und fühle mich einfach schon direkt in der Zukunft angekommen. Dazu gehört auch hier diese blaue Umrandung um die Klimaanlage. Ja, mit gutem Gewissen kann ich mich jetzt ein bisschen hier aufwärmen, denn es ist sehr schön in Eberswalde und es ist auch sehr frisch und dann freut man sich halt, ja, wenn man irgendwie einfach in sein E-Auto mal reinspringen kann für ein paar Stunden. So, und hier vorne sehe ich dann auch, ja, okay, ich würde jetzt noch 184 Kilometer kommen, muss meinen Fuß auf die Bremse machen, um ja hier den Gang einzulegen. Und das ist ganz klassisch, wie bei den meisten Kleinwagen, einfach hier unten nichts übertrieben kompliziertes jetzt am Lenkrad oder irgendwas gemacht, sondern so einsteigerfreundlich, wie es halt möglich ist, so wie es die meisten Leute kennen. Da wäre tatsächlich das Ungewöhnlichste, Leute, die wenig mit französischen Autos unterwegs waren, dass ich hier mein Licht dann irgendwie an dem Hebel verstelle und nicht an der Seite hier ein Drehrädchen habe. Da habe ich tatsächlich dann zum Beispiel die Entriegelung vorne für meine Ladeklappe oder auch meine Fußgängerhupe, damit ich für die anderen wahrnehmbar bin. Ja, aber was mich an dem Auto stört, ist jetzt nicht die Bedienung. Das finde ich alles wirklich gelungen, muss ich sagen. Was mich stören würde, ist ja die Materialien und vielleicht so ein kleines bisschen die Farben. Nicht, weil ich die Farben nicht mag, aber ich habe halt weiß in verschiedensten Materialien. Und ich weiß nicht, ob das in 8 Jahren auch noch alles ein Weißton sein wird oder ob ich dann so Creme, Hellweiß, Elfenbein, alles gemischt habe in meinem Auto und dann mit 26 verschiedenen Interieurfarben rumfahre. Ganz abgesehen davon, wenn ich da vorne ein Parkticket habe, ich bin jetzt nicht der Kleinste, aber ist das durchaus anstrengend. Und dann frage ich mich, was will ich mit all diesem Platz? Rein konzeptionell würde ich es nicht benötigen. Das liegt halt einfach an der Clio-Basis, die ich irgendwo habe.
genauso halt auch wie die Materialien. Ich habe halt hier unglaublich viel, ja, sehr günstiges Plastik oder auch mein Lenkrad. Das sieht aus wie, oh, du hast hier perforiertes Leder und hier sind doch Nähte. Nein, das ist einfach eine Prägung in dem Plastik. Das ist, sieht vielleicht auf den ersten Blick ganz nett aus, aber es ist nichts, was ich wirklich will. Auch hier zum Beispiel, da habe ich so eine Prägung, das Material an sich. Wenn ein Material so ein Geräusch macht, ja, das sollte vielleicht nicht so sein. Hat aber auch den Vorteil, ich kann auch mit einem Lappen einfach mal drüber gehen und dann ist das Ganze wieder sauber. Man kann es halt von zwei Perspektiven sehen. Meine Perspektive ist halt nur, finde, es erinnert mich an den Clio. Und der Clio ist günstig, kompakt und vernünftig. Und so ein Zoe, naja, ich lege halt mal so 22.000 auf den Tisch und bezahle noch eine Batteriemiete. Oder ich bitte knapp 30.000, wenn ich die Batterie mitkaufe. Und das ist schon sehr viel für ein Auto, wo sich halt mein Handbremshebel so anfühlt. Und ja, das ein oder andere Material mich halt hier unterstützt. Dafür, wie gesagt, mit so einem Display sollte eigentlich jeder zurechtkommen. Auch hier habe ich halt ein paar ganz nette Informationen. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel mal meinen Energiefluss anzeigen lassen. Jetzt sehe ich mit dieser tollen Animation, dass die Klimaanlage mich einerseits warm hält, auf der anderen Seite halt meinen Akku leer saugt. Das schaue ich mir einmal an. Und dann habe ich ja eigentlich auch schon alles gesehen, weil große Überraschungen können mich nicht erwarten. Ich habe auch einen Komforttimer und könnte jetzt sagen, Mensch, wenn ich morgens starte, soll mein Auto schon ein bisschen auf Temperatur sein. Das können die meisten Elektroautos auch in Zoe. Das ist natürlich eine ganz nette Geschichte. Ja, und die Sitze, die sind auch so ein bisschen zukunftsmäßig, dadurch, dass ich diese Integraloptik habe mit den integrierten Kopfstützen. Mein Problem wäre halt, ich ist nicht höhenverstellbar. Und jetzt sitze ich hier so ein bisschen Affe-Schleifstein-mäßig und denke mir, ach, warum habe ich jetzt wieder das Auto von meiner Frau nehmen müssen und ich sitze zu hoch oder viele solche Gedanken werden kommen. Ich frage mich halt, was für ein offenes Handschuhfach, wann habe ich denn sowas zuletzt gesehen? Aber es ist so ein kleines bisschen gummiert, hat allerdings auch wieder solche Rillen hier drin, das heißt wirklich große Sachen kann ich nicht reintun. Ja, also zusammengefasst ein ziemlich funktionales Cockpit auf jeden Fall, was sehr einsteigerfreundlich ist. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, wenn ich zum Beispiel im Carsharing und Ähnlichem unterwegs bin, dann werde ich mich an den ein, zwei Details für den Materialien weniger stören. Da werden sich eher die Leute drüber freuen, die es mal sauber machen müssen, weil es leicht abwaschbar ist. Und ich komme halt sofort rein. Und wenn mit so einer Klimaanlage nicht zurechtkommt, wenn man hier nicht sieht, wie schnell er fährt. Fahrräder sind auch sehr tolle Gefährte und auch die kann man mit Akkus versehen und auch dann sind die relativ leicht zu bedienen. Und wenn ich da noch nicht zurechtkomme, hätte ich hier sogar eine Telefonnummer, da kann ich 24 Stunden anrufen. Wenn ihr dort anruft, bitte bucht auch was, damit es sich für die Kollegen irgendwo gelohnt hat. Ja, diese Materialien, ich möchte mich da nicht so richtig dran festbeißen, sondern jetzt eher einfach mal Richtung Technik gehen. Autos, die mich mit den Materialien nicht überzeugen, schaffen es ja manchmal mit der Technik. So, um da einen Blick zu werfen, habe ich hier den klassischsten Hebel aller Zeiten. Es ist auch nicht wie bei einem i3 oder ähnlichem, dass ich jetzt meine Technik irgendwo im Kofferraum verborgen habe und nicht dazukomme, sondern es ist echt klassisch. Wir reden, wie gesagt, von einer Clio-Plattform. Das heißt, ich habe hier vorne einmal einen Hebel, öffne meine Motorhaube und sehe auch etwas. Und ich sehe orange Kabel, weil es gesetzliche Vorschrift ist. Also sehe ich, ja, ich habe hier hohe Spannungen anliegen. Grundsätzlich, wenn man nach Zoe-Modellen guckt, ist es so ein bisschen noch aufgeteilt in Q und R. Q steht für Quick Charge, R steht für Range. Das liegt daran, dass zwei verschiedene Motoren verbaut worden sind. Das heißt, die 2013 rauskamen, sind alle ausgestattet von Continental. Continental schafft es, ja, 43 Kilowatt Ladestrom reinzuhämmern. Da 2015 kam der Renault-Motor, der schafft nur 22 Kilowatt Ladestrom. Dafür allerdings auch ein bisschen mehr Reichweite, ungefähr 10% mehr, einfach weil er halt sparsamer in sich funktioniert. Und deswegen teilt man das in Range und Quick Charge auf und da gibt es die verschiedensten Kombinationen. Das hier wäre quasi ein R110. Denn ja, er hat 108 PS, das ist der Renault-Motor, der Reichweite bringt. Ja, und diese 108 PS sind quasi die Spitzenleistung. Die sind mit einer dauerhaften Nennleistung von 72 PS angegeben. Je nach Land bringt dann das auch steuerlich und ja, versicherungstechnisch so ein paar Vorteile, dass die Nennleistung halt unter meiner Spitzenleistung ist. Ja, und dann, wie viel Drehmoment hat sowas? 225 Newtonmeter, die sofort immer wieder auf dem Punkt da sind und nicht irgendwie eine Drehzahl brauchen. Das ist halt die angenehme Sache. Und jetzt würde man denken, ja, das ist ja dann der spritzigste Clio aller Zeiten. Ja, Drehmoment, das er sofort hat, ist super praktisch an der Stelle. Das Problem ist halt nur, er ist auch so das kleine Moppelchen unter den Clio-Modellen. Also je nachdem, wo man halt guckt und was für Motor-Batterie-Kombination hat, sind wir immer bei über 1,5 Tonnen. Und über 1,5 Tonnen für einen Kleinwagen, ja, Moppelchen trifft es an der Stelle schon ganz gut. Trotzdem in der Variante schafft er es in 11,4 Sekunden auf 100, ist mit 135 km/h angegeben und verbraucht dann 17,5 Kilowattstunden ja, auf meine 100 Kilometer. Die Batteriegröße, das sind 41 Kilowattstunden. So, und dann, ja,
ist ja die Frage Reichweitenangaben und Co. Es gibt diese 41er Batterie, es gibt auch eine mit über 50, ich glaube 52, 53 Kilowattstunden, die man auch für den Zoe bekommt. Es gibt auch einen Zoe Facelift dann, was jetzt hier Ende 2019 noch mit dazu rausgekommen ist. Und das jetzt, wenn man so nach Gebrauchtwagen guckt, ist quasi die Variante vorher. Die 41er Batterie, die es nicht erst seit 2019, sondern die es auch vorher schon ein bisschen gab und die auch ein bisschen häufiger anzutreffen ist. Und ja, dann sagt man so, ja, 300 Kilometer ist das, womit man rechnet. Aber Renault ist, und das muss man ihnen wirklich zugute halten, da sehr ehrlich. Also auch wenn man auf der Renault-Seite ist und sagt, ich habe einen 40er, ich fahre folgende Reifen, meine Klimaanlage ist an, es hat folgende Außentemperaturen, wird mir das Ganze gerechnet. Und dann ist man so zwischen 200 und 300 und ein bisschen was Kilometern, ist da einiges realistisch. Und ich finde es auch schön, dass Renault das halt so ehrlich angibt und auch sagt, hey, wenn du bei minus 20 Grad unterwegs bist, wirst du nicht die volle Reichweite haben. Und so ehrlich muss man halt auch erstmal irgendwo zu sich sein. Und das finde ich ganz charmant. Jetzt heute hier zum Beispiel mit dem Fahrzeug war ich unterwegs und hatte ein bisschen über 200 Kilometer Reichweite bei so, ja, ein bisschen unter 90%, die das Auto noch geladen hatte. Von daher muss ich sagen, das passt eigentlich für die meisten Fahrten, die ich irgendwo habe. Denn wie gesagt, bei 135 ist eh Schluss. Das heißt, ich will ihn jetzt gar nicht stundenlang irgendwie über die Autobahn scheuchen, sondern will das Ganze halt nutzen. Ja, und wenn euch das jetzt richtig erregt hat, dann seid ihr genauso wie die Zoe von Renault. Denn auch das ist ein fremderregter Synchronmotor. Das sind halt irgendwie Begrifflichkeiten, an die man sich irgendwie gewöhnen muss, weil sie nichts mit Kolben, Ventilen und Co. zu tun haben und deswegen kann man jetzt auch deutlich weniger über Schwachstellen und Ähnliches sagen. Es tut mir leid. Aber das Schöne ist, es ist das meistverkaufte Elektroauto. Das heißt, da kennen sich dann auch die Werkstätten so ein kleines bisschen hier und da damit aus. Und dass es die Clio-Basis ist, sieht man halt einfach daran, dass das alles so konventionell aufgebaut ist. Wenn man das vom Scratch ganz von Anfang an neu macht, ja, dann hätte man es vielleicht ein kleines bisschen anders überlegt. Aber so ist ja auch nicht verkehrt. Und ich probiere jetzt mal aus, wie sich das Ganze fährt. Weil 225 Newtonmeter in dem Clio ist eigentlich eine Sache, die finde ich ganz gut, ja. Im Gegensatz zu diesem Spaltmaß, was ich hier habe. Aber ja, so what, ab auf die Straße. Wir sind jetzt unterwegs im Renault Zoe und ich muss mich da erstmal so ein kleines bisschen rantasten nach all diesen Sci-Fi-Geräuschen beim Losfahren. Deswegen, Saskia, weih uns erstmal so ein kleines bisschen ein. Was findest du denn besonders gut oder vielleicht auch gar nicht mal so gut am Fahren beim Zoe? Also als ich das erste Mal wirklich ins Fahrzeug gestiegen bin, war ich begeistert vom einfachen Handling, da es ja ein Automatikgetriebe ist. Und ja, man wirklich ein ganz bequemes, einfaches Fahren hat. Der hat es relativ schnell gezogen, auch als ich im Stadtverkehr umhergefahren bin. Und ja. Ist halt auch ganz cool, dass es wie bei einem normalen Kleinwagen gemacht hat. Das heißt, du hast einen normalen Automatik-Wheelhebel, hast nicht irgendwelche abgespaceden Sachen. Und für einen Kleinwagen ist er halt schon gut motorisiert. Ja? Das macht schon Spaß. Nur, das hat auch so richtig Kleinwagen-mäßig. Ich habe keinen Sitz, der nicht höhenverstellbar ist. Und jetzt sitze ich hier so. Ja, man kann lediglich das Lenkrad in Höhe und ja auch sich zu sich ranziehen quasi. Ja, ja, was gerade für Personen mit längeren Beinen eine Option oder ja, bequemer ist, was ich halt auch öfter nutze. Und grundsätzlich von der Innengestaltung des Fahrzeugs finde ich eigentlich vom Design her auch ganz schick gemacht. Gerade wenn man jetzt im Dunkeln unterwegs ist, fängt halt auch die Armatur vorne um die Klima-Button quasi anzuleuchten. Ja, ja, finde ich zu den Vorgängermodellen eigentlich auch ganz schick gemacht. Ja, und was zur Optik, glaube ich, auch gehört, ist ja deine absolute Lieblingsfunktion, halt, dass man hier diese ambiente Sache umschalten kann mit den geliebten Blinkertönen, die wir haben. Da kann man quasi unterscheiden zwischen drei Tönen, wenn die Blinkerfunktion eingeschaltet ist, wodurch sich dann auch Variante 1. Variante 1. Kann man hier einmal umschalten? Ja, jetzt musst du umschalten. Oh. Schon eher so in Richtung blecherne Trommel. Und gleichzeitig ändert sich auch das Display vorne. Und das ist dann die richtige Action-Variante. Ja, also wer auch immer auf die Idee kommt, dass ich drei verschiedene Klingeltöne aus dem Jamba-Spar-Abo unbedingt brauche, weiß ich nicht, aber dem kann man ja eigentlich schon nicht widerstehen. Dem kann man auch nicht böse sein, das gehört dazu. Genauso auch bei einem Renault mit dieser riesigen Werkstattschlüssel, den ich da irgendwo haben kann. Einfach wenn der Service mal irgendwann fertig wäre. Was auch immer die bei einem Elektroauto dann genau beim Service machen. Also. I don't know.
Was ich halt im Display auch ganz gut finde, für denjenigen, der zum ersten Mal Elektrofahrzeug fährt und immer noch diesen Vorbehalt hat, ja, wie viel Reichweite hat denn das Fahrzeug wirklich? Komme ich bis zu meinem Ankunfts- oder Ziel, dass wirklich vorne die Säule ist, wie viele Kilometer komme ich dann weit? Nicht nur mit einer, nicht mit einer Prozentzahl, sondern wirklich mit der Reichweite in Kilometern. Ja. Und genau, egal welche Anzeige ich auswähle, also die Kilometerzahl habe ich ja immer da stehen. Und da komme ich gar nicht drum herum. Und wenn ich dann ganz vorsichtig bin, habe ich ja auch noch meine Eco-Taste. Das heißt, wenn wir die nochmal drücken, dann wechselt nochmal alles von Blau ins Grüne. Und wenn ich jetzt das Gas so genauso wie eben antaste, dann habe ich diese E-Bikes hier vor mir und traue mich eigentlich gar nicht, die zu überholen, weil wir wahrscheinlich genauso viel Leistung gerade freigeben. Das heißt, das Ganze ist dann schon deutlich gemächlicher. Und ja, bis 90 hast du gesagt, möchte er jetzt, glaube ich, beschleunigen. Genau, er drosselt einen dann bei 90 Stundenkilometer. Da sind wir also auch wieder bei dem Punkt Eco-Pro-Modus vom i3, da bin ich ja auch bei 90. 90 scheint ja also das Richttempo für E-Autos zu sein, das halbwegs vernünftig ist. Aber Vernunft? Nein, das wollen wir nicht. Also wechseln wir wieder von grün ins blau. Wobei so die obere Hälfte vom Display bleibt immer grün. Das ist schon. Ich bezeichne den Eco-Modus auch gerne als Spaßbremse, weil wenn wir jetzt aus der Ortschaft wieder rausfahren und auf 80, 100 beschleunigen können, ja, greift das Drehmoment wirklich gleich an und wir können ordentlich. Genau, also das ist schon ordentlich für einen Kleinwagen. Wobei ich sagen muss, also ich sehe das Auto ganz eindeutig in der Stadt irgendwie, weil du hast ein relativ kompaktes Auto, bisschen über 4 Meter, bist von der Orientierung ganz einfach, alles ist kleinwagenmäßig einfach von der Bedienung im Innenraum. Ja. Du hast einen guten Antritt, aber ich muss sagen, so ab 80, du hast zwar keine Geräusche vom Motor, aber Windgeräusche, dadurch, dass das Auto relativ hoch ist, hast du halt. Und das nächste Thema ist ja auch wieder Reichweite. Klar, wenn ich jetzt permanent über 100 fahren würde, geht meine Reichweite halt auch nach unten. Aber so in Anführungszeichen, um jetzt abends noch einen Kasten Bier holen zu fahren, zum nächsten Getränkemarkt habe ich kein Problem, weil mein Auto kalt ist oder ähnliches, sondern ich kann gleich so schnell fahren, wie ich möchte und muss mir da auch nicht irgendwelche Sorgen um Verschleiß und Co. machen. Das ist eigentlich schon eine ganz schicke Sache. Ja, wobei wir immer noch dran uns erinnern müssen, wir sind hier im ländlichen Raum. Wir haben gar nicht so viele Städte in Brandenburg oder beziehungsweise hier im Landkreis Barnim. Und ja, mit der guten Batterieleistung des Renault Zoe kommt man ja auch schon 300 Kilometer weit. Und so kann man quasi auch die Strecken von Dorf zu Dorf zurücklegen, um seinen Bierkasten zu transportieren. Ja, genau. Und wenn man das Fahrverhalten das allgemein ein bisschen mit dem Clio vergleicht, man merkt, er hat ja dieses Mehrgewicht auf der einen Seite. Dadurch muss er auch ein Tick straffer abgestimmt werden, einfach um das Gewicht halt irgendwo sicher mit auf die Straße zu kriegen. Das merkt man, was jetzt halt ja Platz, Übersicht und ähnliches angeht, ist man halt tatsächlich auf Clio-Niveau, auch wenn ich mich halt echt frage, warum ich so viel Platz nach vorne brauche. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Fahrverhalten tatsächlich einfach nur wie ein moppeliger Clio, der dadurch ein bisschen härter abgestimmt sein muss. Auch im Innenraum, wie ich mich sonst zurechtfinde, ist alles sehr simpel. Und ich glaube, wer zum Beispiel hier vorne mit dieser Instrumentenkombination nicht zurechtkommt, der sollte wahrscheinlich besser nicht mehr Fahrrad umsteigen. Genau, der sollte dann wahrscheinlich aufs Fahren irgendwie verzichten. Und ja, Geräusche halt tatsächlich nur Windgeräusche irgendwo mit. Außer man ist bei sehr niedrigem Tempo und hat halt diese Sci-Fi-Geräusche. Ja. Und hier unten noch die Taste für meine Fußgängerhupe. Und allein schon das Wort Fußgängerhupe. Hat's doch, oder? Also das sind tatsächlich solche Sachen, an die man sich irgendwie noch gewöhnen muss. Irgendwie jahrzehntelang hat man versucht, Autos so leise wie möglich zu machen und umweltverträglich wie möglich, und dass sie in der Stadt nicht auffallen. Ja. Und jetzt habe ich eine Fußgängerhupe. Ja, das merken wir jetzt auch in Eberswalde, die ja auch wirklich vom demografischen Wandel geprägt ist. Wir haben wirklich eine hohe Altersstruktur. Und damit konnte ich schon den einen oder anderen Rentner auch erschrecken, der es einfach nicht gehört hat, als ich mit dem Renault Zoe um die Ecke kam und entsprechend reagiert hat und sich erschrocken hat. Das klingt nach schönen Erlebnissen, die man mit dem Renault Zoe durchaus haben kann. Und ja, jetzt hier beim Fahren des Abschieds, das Schöne ist halt, ich habe die 225 Newtonmeter, wenn ich halt beschleunigen will, dann verschiebt es direkt hier das Kamerabild bei diesem stürmischen Antritt, den das Auto hat. Und deswegen muss ich sagen, also da ich so Geschwindigkeitsbereich bis 80, würde ich sagen, bin ich sehr happy mit dem Auto. Drüber wäre es mir persönlich zu laut. Und dann rede ich auch schon wieder von längeren Strecken. Aber so dieses Überbrücken von Dorf zu Dorf, von Städtchen zu Städtchen und dann auch in größeren Städten unterwegs sein, da ist das Auto, glaube ich, echt top unterwegs.
Und das Schöne, wenn wir jetzt auch ein Fazit drüber reden, ist, man muss so ein Auto ja gar nicht unbedingt kaufen, weil wenn man genau den Anwendungsfall hat, das ist ja das, was du uns vorhin erzählt hast, dann nehme ich mir das Auto halt mal, um am Abend mir noch mein Feierabendbier holen zu fahren. Ja. Oder am Wochenende, um mal ja, die bei den Schwiegereltern vorzufahren und zu sagen, ich habe so einen grünen Daumen. Und wir haben ja auch immerhin schon 75 von 100 Eco-Punkten geschafft. Ja, ganz stolz drauf. Das heißt, wir fahren jetzt weiter, bis wir 100 Punkte haben. Und dann ja, gucken wir mal, ob wir auch ein Fazit dafür finden. Und ob ich deinem geliebten Zoe genügend Punkte gebe. Und ob vielleicht schafft er ja auch 75 von 100. Kommen wir zum Fazit für den Renault Zoe, mit dem wir heute unterwegs waren. Entschuldigt bitte, wenn es hier und da vielleicht ein kleines bisschen hektisch war, aber es wird verdammt kalt. Ja? Und dann ist man ja froh, wenn man mal in sein warmes Elektroauto steigen kann. Von daher auch vielen Dank an Barshare, dass wir uns jetzt heute mal zusammen diesen Zoe angeschaut haben. Und nein, ich bekomme dafür kein Geld. Ich mache das wirklich gerne und ich finde auch wirklich das Konzept dahinter gut, dass ich sage, hey, tagsüber ist das von der Stadt ein Dienstwagen oder von der Firma ein Dienstwagen und ist unterwegs. Und abends, wenn ich ein Auto brauche, gehe ich einfach hierher und hole mir einen. Und da hing auch die ganze Zeit an der Wallbox, weil die hängen ja alle die ganze Zeit am Strom. Ich muss mich also nicht um die Ladeinfrastruktur kümmern. Ich muss mich eigentlich um gar nichts weiter kümmern. Ich muss nur mit meinem Handy hingehen, muss die App haben, macht das Auto auf, fahr eine Runde, stellt es wieder hin und gut ist. Und ich kann es auch mal einfach über ein ganzes Wochenende nehmen. Und das persönlich finde ich ziemlich clever. Und auch der Zoe hat ziemlich viele clevere Dinge an sich. Zum Beispiel, dass ich sage, hey, ich übernehme einfach die Bedienung von dem Clio, damit kommen alle zurecht und fahren. Und dann ist einfach gut. Das zum Beispiel finde ich gut, dass man nicht komplett so vom Standard abgewichen ist. Warum man dann allerdings sagt, hey, er darf nicht aussehen wie ein Clio. Ich hämmer mal einfach mal andere Scheinwerfer und Co. rein. Und lackiere meine Spiegel nicht bei einem Auto, was mich 30.000 Euro kostet. Das wird sich mir persönlich nicht ganz erschließen. Muss es aber auch an der Stelle gar nicht. Ja, wir halten jetzt einfach mal fest, was reißt das Auto denn im Score? Und bei dem Score reißt es für mich nach unten, dass wenn ich es selber kaufen muss, ich viel Geld für meine Batterie bezahle oder Miete bezahle und für einen Kleinwagen dann ziemlich teuer wird. Von daher bekommt er an der Stelle 5 Punkte für das Thema Anschaffung. Ja, beim Thema Unterhalt sieht es dann natürlich schon eine ganze Ecke besser aus. Das heißt, ja, Elektroautos an sich natürlich sind im Unterhalt schon gut. Ein Renault ist aber für mich noch mal besser als ein i3 oder ähnliches. Bei dem i3 zum Beispiel muss ich zu BMW zum Service. Und wenn ich mal wirklich was an meiner Karosserie hätte bei Vollcarbon, war es das dann auch relativ schnell, was günstige Reparaturen und einiges angeht. Von daher gibt es einfach mal 10 von 10 in der Kategorie. Das ist schon mal ganz gut gestartet. Ja, wie sieht es dann beim Platzangebot aus? Da bekommt er 6 vernünftiger Kleinwagen. Egal ob beim Kofferraum oder ähnlich. Ich habe keine Einschnitte. Ich kann ihn wie einen guten, großen Kleinwagen von heute, also das, was früher mal ein Astra oder Golf war, ja auch entsprechend gut nutzen. Passt. Beim Thema Komfort sieht es ähnlich aus. Da bekommt er auch 6. Ich habe einen guten Geräuschkomfort, dadurch, dass es ein E-Auto ist. Solange ich halt in zweistelligen Tempi-Bereichen irgendwo unterwegs bin, ab 100 wird es natürlich ein bisschen lauter. Und er ist ein Tick härter als normaler Clio, darf man nicht vergessen, weil er halt ein kleines Moppelchen ist und sein Gewicht irgendwo sicher auf die Straße bringen muss. Ja, und dann ist da ja noch der Wiederverkauf, da gebe ich ihm auch 6. Ja, weil mit den ganzen Prämien und Co. sind neue E-Autos natürlich ganz interessant und von daher greift man auch gerne mal zu einem neuen. Andererseits, natürlich ist das Ganze irgendwo zukunftssicher und niemand wird mich aus Städten und Ähnlichen aussperren. Den Gedanken sollte ich irgendwo auch im Kopf haben. Von daher ist so ein Zoe, der schon mal zugelassen war, den ich günstig kriege, eigentlich eine ganz vernünftige Sache für mich mit vernünftigen 33 Punkten im Score für meinen Kopf. Ja, spricht das Auto denn eigentlich auch mein Herz an? Beim Design gebe ich ihm 6 Punkte. Ein Pünktchen mehr, als ich einem Clio aus der Zeit es geben würde. Er hat halt einfach so diese paar Akzente. Es wäre vielleicht cleverer gewesen, einfach ein Clio zu bauen mit der Technik und als Clio E-Clio, Clio Electric, Clio Zero Emission, irgendwie sowas zu verkaufen. Aber das ist natürlich auch am Ende nur eine Marketingfrage und hier ist man halt als Pionier deutlich ersichtlich. Beim Thema Fahrspaß, ja, da kriegt er von mir jetzt 5 Punkte. Er hat natürlich diesen Antritt unten raus, aber die Ambition von diesem Auto ist jetzt nicht hier irgendwie Kurven zu räubern und sportlich zu sein. Also das heißt, ich habe diesen Sci-Fi-Sound hier und da, den das Auto mir bewusst hat, irgendwo gibt und ich habe diesen Antritt an den Ampeln. Das ist das, was ich genießen kann. Aber ist jetzt nicht irgendwie wieselflink, wenn es irgendwie um Kurven geht oder ist es auch nicht das bequemste oder sportlichste oder irgendwas Auto. Er ist halt einfach gut im Stadtalltag. Da steht Fahrspaß halt nicht ganz oben auf mehreren Prioritätenliste. Bei der
Ausstattung, ja, da gibt es dann 6 Punkte. Ich habe so die wichtigsten Sachen. Beim Facelift ist jetzt noch einiges dazugekommen. Das Facelift ist ab Ende 2019 erhältlich, also noch nicht so auf dem Gebrauchtwagenmarkt, da wo wir zu Hause sind, angekommen. Ja, da gibt es dann Lenkradheizung und ähnliches, was dazugekommen ist. Hat er jetzt alles nicht. Es ist ein Clio mit einem E-Motor. Halten wir das einfach mal an der Stelle fest. Beim Thema Klang, ja, da bekommt er auch 6. 5 bekommt bei mir so ein Auto, was so, ja, ganz okay, nicht nervig sich anhört, 4-Zylinder Diesel. Der hat ja den Vorteil, er klingt nicht nervig, weil er nicht klingt. Und ich habe ja diese Sci-Fi-Geräusche. Die nervigsten Geräusche sind tatsächlich, dass ich 3 verschiedene Klingeltöne für meinen Blinker habe. Ich wollte auch gar kein Yamaha-Spar-Abo. Ein Klingelton hätte es für mich doch völlig getan an der Stelle. Ja, und dann ist halt noch irgendwie das Thema Image. Und beim Image bekommt er von mir 7 Punkte. Einfach, weil ich halt sagen kann, ich bin ein Pionier, ich fahre vorweg. Auch wenn es jetzt für mich halt nur der Weg zum nächsten Einkauf wäre in einem Carsharing-Modell. Aber ich kann halt immer sagen, ich bin ganz vorne mit dabei. Warum denn auch nicht? Mach dann also nochmal 30 Punkte obendrauf, die mein Herz ansprechen, und 63 Punkte insgesamt solider Score, also für den Zoe, den wir uns angeschaut haben. Jetzt ist meine Frage, bevor es hier völlig dunkel wird, was haltet ihr ja vom Zoe und auch was haltet ihr vom Carsharing? Und von daher, wenn ihr mal in Eberswalde seid und noch einen Kasten Bier braucht, ja, hier ist das Parkhaus, schnappt euch in Zoe, los geht's. Ja, vielen Dank an der Stelle fürs Zusehen, wie immer. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin immer gute Fahrt und ciao.